Ja, hey, willkommen bei Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir Simsalabim Symphonie erledigt und jetzt bin ich hier in La Cité Cloches, weil hier ist was Schönes, und zwar diesen Frosch, den wir schon mal bekämpft haben. Den habe ich hier letztens gesehen mit Rico. Und ist er noch da? Ja, da ist er. Weil den haben wir noch nicht besiegt und den sollten wir vielleicht mal besiegen. Aber erstmal Knopf. Folgendes: Ich habe in jeder Welt jedes Spezialportal abgeschlossen. Hat verdammt lange gedauert, war auch verdammt nervig, aber wir haben es geschafft. Und ja, die letzte Welt hat zum Glück nur mit jedem Charakter 3 Dinger anstatt 6. Also ja, aber meiste schon erledigt. So, offscreen habe ich eine Menge bekommen. Traumfragmente, das ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Aber wir haben ein paar neue Rezepte. Und zwar, wo habe ich alle her? Pegasmart, das habe ich, glaube ich, aus einer Truhe von Simsalabim Symphonie. Ja, nee, durch ein Portal habe ich da bekommen. Lecker Graus, das ist von... Wo steht das? Habe ich nicht notiert. Verdammt, keine Ahnung. Irgendwo habe ich das her. Er war durch ein Spezialportal, glaube ich. Ich bin echt nicht notiert. Okay, Elektrohorn-Rezept. Habe ich mir das notiert? Sieht auch nicht so aus. Mein Gott, was war ich denn so schlampig? Aura-Löwen, das habe ich, glaube ich, aus Dingens. Ein Spezialportal vom Land der Musketiere. So. Aber das schon mal. Noch ein paar neue Kommandos habe ich bekommen durch Fertigkeitslinke und so. Ich habe die alle auf Screen irgendwie. Ja, Sinistra-Hieb habe ich zum Beispiel. Kann ich den vielleicht mal geben, ne? Ja, machen wir das. Klingt wie Giftsturz, nur mal 3. Aber sonst nichts Neues, okay. Bezweifle ich irgendwie. Ja. Habe ich da noch Neues? Hallo. Sturzattacke. Ach, das habe ich Dingens. Luft gehört hast, um einen Sprungangriff auszuführen. Okay. So. Hier was. Das ist aber echt hier was. Okay, das habe ich, glaube ich, durch diesen Tyrannosaurus Rex hier bekommen. Aber dabei erste Dinge, was wir bekommen haben. Ich glaube, hier war eine Beschreibung. Benutze Steine Aufstieg und Sturz, darum schwebende Gegner weiter anzugreifen. Hätte ich einfach den schwebenden Gegner und drücke X, um anzugreifen. Diesen Kommandos kannst du mit 4 ausgewählte Gleitkommandos in einen Kombo-Angriff übergehen. Drücke beim Rutschen X, um anzugreifen. Gleithaken, Gleitsich müssen unter deinen Gleitkommando angelegt werden. Okay. Das war ein andere, was? Okay. Sagen wir alles gut. Ich glaube, ich habe Erfahrung zu 0. Irgendwie Erfahrung oder Erfahrungspunkte. Ne, habe ich wieder an. Okay, gucken wir mal meinen Geist an. Wenn wir so lernen können. Ich habe schon so ein paar Sachen ausgegeben. So hier, weil nicht Luftkomm plus Charmeur und also was ich da hatte. Charmeur, ja. Warte mal hier. Vanitas, ja. Das hat mich irgendwie verwundert. Da ist ein Kommando, das heißt Vanitas. Sehr geil. So, hier muss ich hin wegen dem Link, ne? Dick Schild, das möchte ich haben, und Angriffskraft, das möchte ich auch haben. Gott. Ah, weiter. Ich möchte diesen Prinz da erledigen. Den Prinzenrolle. Gucken, ob ich da irgendwas bekomme. Kannst du haben. Müssen wir jetzt voll leicht erledigen. In dieser Folge werden wir vielleicht so ein paar flinke Flitzer Sachen machen, bevor wir in die letzte Welt gehen. Ja, guck mal. Ja, dann so gut wie kaputt. Also man unsichtbar wird. Wo ist er? Ich lasse dich jetzt nicht nochmal flüchten, ne? Marie wird erhöht. Wo ist der? Wo ist der Typ, ey? Wenn er jetzt wieder abhaut, ne? Oh, sehr gut. HP heißt, wenn er ein neuer Sturzbonus freigeschaltet. Nur mit Rico? Ich hoffe ja nicht. Prinz Kairo Rezept hat Madonna nicht. Okay, cool. Und den auch. Da können wir mal direkt gucken, ob wir welche herstellen können. Ein paar neue. Diese Giraffe kann ich überhaupt nicht herstellen. Kann ich den direkt herstellen? Ich kann den Aura-Löwen herstellen. Die sind verdammt überpowered, die Viecher.
Das ist Prinz Kairo, Koch Kairo. Nur diesen Aura Löwen herstellen, weil die sind verdammt stark. Das weiß ich noch. Ey, wie pennen. Ich weiß auch, wie ich dich nenne. Mir da gerade eingefallen. Ja, wie denn wohl? Mufasa. Sag's noch mal, Mufasa. Kann ja schlecht Simba nennen, weil Simba gibt's ja schon mehr oder weniger. In Kingdom Hearts. So, können wir noch was herstellen? Pira Smart, her damit. Nach und nach tun wir alle Geister herstellen. Bis vorm Finale des Spiels werde ich wahrscheinlich irgendwie alle Geister mal hergestellt haben. Wir waren schon mal 100% haben. Passt das? Weiß ich nicht. Passt ganz genau. Ja, passt ganz genau, super. Ja, natürlich. Ein passender Pegasus-Name. Rainbow Dash. Okay. Sieht ein bisschen blöd aus jetzt, aber was soll's. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Boah. Lecker raus. Ja, die Namen von den Dingern, ne? Elektron. Ja, noch ein. Noch ein Pegasus. Da gebe ich aber keinen Pony Namen. Da weiß ich was anderes. Die meisten von den Viechern wir immer sowieso nie sehen, habe ich so ein Gefühl. Wir nennen dich kleine Hommage an Final Fantasy 10. Xion. Ja, wenn ich irgendwie ein Donnerpferd sehe, muss ich dann Xion nennen. Dieses eine Pokémon, dieses Zebra-Pokémon aus Pokémon Schwarz und Weiß, dann nenne ich auch immer Xion. So. Wie nenne ich dich? Ah, ich weiß weiter. Mein Gott, wieso fallen mir jetzt auf einmal. Wieso fallen mir jetzt auf einmal so schnell Namen ein? So, nenne jemand Huibu. So, ich nenne dich einfach. Buhui. Kreativ, ne? Ja, habe ich schon gesagt, dass wir nicht viel erreichen werden in diesem Part. Das ist eh. Alter. Wie kann ich denn hier noch herstellen? Aber übrigens immer noch nicht Glückspilz oder so. Kriege ich das mal von irgendwie? Weil es macht es ganz schön schwer, irgendwie so Rezepte und so zu bekommen. Fragmente. So, bei dir habe ich keine Ahnung. Ein Vogel, ein Vogel, ein Vogel. Keine Ahnung. Sie sind ja schon bei Pokémon gewesen, also ja. Den Kampfadler nenne ich immer Alpha Bird. Wenn wir dich Alpha. Hätte ich auch Bird Jesus nennen können. So, haben wir jetzt alle, ja. Also wir haben nicht alle, aber. Jetzt auf herstellen können, so zeigt mal, was ihr alles könnt. Ich brauche ein paar Killerfähigkeiten. Luftkombo plus Charmeur. Immunität trotz Kopf. Luftkombo plus. Ja, das gibt's doch einfach nicht. Erfahrungsboost habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Ne, soll ich vielleicht mal einnehmen. So, Dickschädel habe ich auch schon. Vogel. Oh, wie viele hier hochgelevelt haben. Was habe ich? Zwei Könige, mehr oder weniger. Für Traumfänger haben wir ihn jetzt. Wir haben 96% aller Traumfänger Albträume gefunden und 77 Geister. Sehr cool. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, raus hier. Warte mal, kann ich nicht hier direkt flinke Flitzer machen? Nö. Okay, dann müssen wir wieder abhauen. Hi, was geht? Oh. Gehen wir da hinten hin. Aber wir kriegen irgendwie was von dem flinken Flitzer. Kriegen wir, glaube ich, auch noch Rezepte, ne?
Ich will noch nicht in die letzte Welt reingehen, solange wir ja noch so unbedeutendes Kleinzeug zu erledigen haben. Also ja, so viel dazu. Wir gehen mal zu Flinke Flitzer. Weiß nicht genau, wie das funktioniert, da ich da so gut wie noch nie hingegangen bin oder gemacht habe. Ich mal kurz gucken, was wir so belohnungsmäßig bekommen können. Hier nicht, hier, ne? Gernsturm, boah, sind neue Sachen aufgetaucht, okay. Zauberhasenrezept, okay. Ja, die restlichen Schatztruhen in Simsalabim Symphonie mit Sora habe ich natürlich auch geholt. Das möchte ich vielleicht haben. Sinistra-Rolle. Erstmal brauchen wir 400 für ein Rezept. Ich frage mich ja, wie viel wir bekommen. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber mach mal einfach mal. Ja, schon lange irgendwie zur Verfügung. Das steht schon seit lange zur Verfügung. Also muss ich ja wohl die ersten Runden hier bestimmt durchrocken. Tu jetzt auswählen und die einfachen Regeln lernen. Wenn du nicht weit weißt, wer das Turnier, in dem du teilnehmen möchtest. Wenn du Turnieren gut abschneidest, sammelst du mit damit mit einer durch seine Flitzerstufe. Durch das Erhöhen der Flitzerstufe werden neue Turniere freigeschaltet. Muss ich die Tutorials machen? Und lang Flinke Flitzer machen. Oh Gott, Karten wieder. Flinke Flitzer, willst du auf Karten durch das Drücken von X oder 4X aus, um deine Geister entweder angreifen oder verteidigen zu lassen. Zu gewinnen musst du die Aktionskarten benutzen, um die AP aller gegnerischen Geister auf 0 zu senken. Wähle eine Karte und drücke X, um den gegnerischen Geist anzugreifen. Man, je höher meine ist, desto besser. Wenn du die Karten benutzt, leert sich die Aktionsanzeige. Wenn die Anzeige auf 0 gesunken ist, kannst du eine Weile keine Karten mehr benutzen. Wenn du eine Karte wählst und 4 drückst, erscheint eine Barriere von deinem Geist, um sie zu schützen. Wenn die Abwehr sinkt, deine Aktionszeige nicht. Wähle eine Karte und drück 4 um Gegner, blablabla. Ja, muss aber wahrscheinlich höher sein, ne? Und zwar eine Karte zur Abwehr, die einen höheren Wert als die gegnerische Karte besitzt, verbessert sich deine Karte. Ja, mach mal nur 3 Stück. Wenn du eine Karte benutzt, erscheint ihre Wert über deinem Geist. Wenn er angetrifft, wird die Aktion des Gegners unterbrochen, sofern eine Karte einen höheren Wert besitzt. Der Höchstwert ist Stern. Diese Karten brechen jede Aktion eines Gegners ab, ganz gleich welchen Wert sie besitzt. Bricht die Aktion des Gegners mit einer Karte höheren Werts ab. Ja, damit habe ich, glaube ich, mich nie auseinandergesetzt mit der in der 3DS-Version. Und 2 Karten schnell nacheinander benutzt, addieren sich ihre Werte. Wichtige Aktion als Gegner sein, indem du Karten schnell nacheinander benutzt. Du kannst auch 2 Karten schnell nacheinander auswählen. So kannst du mit höheren Werten verteidigen. Ein Roll wird ausgelöst, wenn du und dein Gegner denselben Wert spielen. Das ist voll Chain of Memories angelegt, ey. Wir werden mehr Symbolkarten ausgeteilt, wenn du die Karten um 3 zusammenpassende Symbole verbindest. Lege unpassende Karten ab, indem du sie auswählst und 4 drückst. Das Spiel der 3 Symbole vermittelt Windersäulen, fügt dem gegnerischen Geist enormen Schaden zu. Nur wenn Duell zu gewinnen, wenn du 3 zusammenpassende Karten verbindest. Also, okay. Okay. Noch eins, komm. Also, letzte, ne? Du kannst Karten nachladen und Geister für den Kampf auswechseln. Oh, okay. Die Zahl unterhalb der Karte zeigt an, wie viele Karten jeden Geist noch zur Verfügung bleiben. Die Karte eines Geistes nachzuladen, halte 3 gedrückt. Ja, vorher hat Chain of Memories angelegt. Du kannst einen neuen Geist in den Kampf, in den du L1 drückst, gedrückt hältst und mit Kreis blablabla einen Geist auswählst. Einen neuen Geist in den Kampf, in den du sein Symbol auswählst. Karten für Geister, die nicht im Kampf sind, laden sich langsam automatisch nach. Das ist also eine gute Strategie, Geister auswechseln, wenn ihr Karten knapp werden. Okay, dann muss ich jetzt hier. Gar nicht verzeichnen, also so, zeig mal. Trainingscup. Ein einfacher Wettkampf, bei dem du Anfänger die Bedienung, lernen. Ja, sieht mal einer mein Team an, guck mal den an, die man Mog. Warum sieht das mal einer an, ey? Bis auf den Tanuki in der Mitte.
Noch mehr. Bis dat. Auf damit. Hey. Ein Pisser. Das dauert nicht zu lange, ja. Ah, Bams, was ist das? Wieder ein Duell. Duell. Bams, was ist das? Was? Komm mal rein. Ja, warum haben die schon Sternringe? Ey? Das sind verdammt nochmal. Vanitas, was? Ach, das ist das, okay. Was ist das? Was ist das? Geh noch mal ein bisschen schneller kaputt, ey. Ja, das war. Ich glaube, das ist ein bisschen so Zeitverschwendung hier, was ich mache. Heute muss ja irgendwann gemacht werden. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, ohne uns hier sonderlich anzustrengen. Wir sind Trainingscup gewonnen. Geil. Dann kriege ich jetzt 90 Medaillen. Okay. Erfolgreiche Angriffe, erfolgreiche Blocks. Rangstern. Lass den Goldpreis erhalten. Und auf 2 bin ich jetzt. Anfängerkopf freigeschaltet. Okay, ich nehme an, Stern ist der Beste, ne? Ich möchte vielleicht Wettkampfabschluss 3%. Ich habe noch kein einziges Mal meine Traumfänger irgendwie gefärbt, ist mir aufgefallen. Ich dachte, irgendwann kommt mal hier so ein Zeitpunkt, in dem ich irgendwie bessere Traumfänger herstellen kann, aber dauert ja alles irgendwie so lange. Und ich habe keinen Glückspilz, deswegen. Hey! Nun besser. Such mal, das hier abzuwerden, ja. Boah, lange dauert das lange, ey. Oh, du bist tot. Greif doch an, Mann. Was ist das? Wurf. Ein bisschen wie Pokémon, aber nur so ein bisschen. Das kommt der King. Wow. Oh mein Gott. Der zerstört den Wurf. Oh mein Gott, guck dir meine an, das ist voll aus. Voll der ungleiche Kampf, ey. Was ist das? Ach Mann. Warum hat denn eine verdammte 7, ey? Jawohl. Was ist das? Wortwörtlich frisst das. Bum, 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 und weg bist du. Ja, ich bin der König Dschungels, ey. Weil das für ein ungleicher Kampf war jetzt zwischen den Reptil, den kleinen Reptil und den King, ja. Ah, oh, ah, warum? Den Bronzepreis halt, warum? Na, schon fast ohne Probleme ja gewonnen. Boah, es kommt so eine Königmiete oder was auch immer das ist. Wir sagen, ich habe die gleichen AP noch. Was hat? Oh.
ganz schnell. Na Gott, das ist ja nur 7, ey. Auf damit. Und echt nur 7. Oh, Lucky 7, ja, ich nehme an, da mehr Schaden. Was? Ich denke, welche Schaden? Boah. Boah, Bams. Ist weg. Oder auch nicht. Boah. Ich noch mal kalt. Hey. Boah, schon wieder ein Duell. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich glaube, das. Kann man hier so Spam beamen? Ja, der verreckt einfach nicht. Und dieses Spam wie ein Dingens, Chain of Memories mit Rico. Spielen ja Rico gerade, also warum nicht? Die ganze Zeit betäubt, okay. Was ist das? Bisher sind mir die Karten noch nicht ausgegangen. Das ist Wagen, ich bin der King. You're never but a hound dog. Ich meine eigentlich nicht diese Art von King, aber okay. Ist weit. Ach, komm her. Ja, damit habe ich mich kein einziges Mal auseinandergesetzt, glaube ich. Ja, doch einmal so zum Reim schnuppern, aber danach nie mehr, habe ich so ein Gefühl. Wir haben ihn erledigt. Ich glaube, das hier wird echt irgendwie einfach, wenn man nur so Sternrang Traumfänger hat. Aber dafür brauche ich mal Traumfragmente, die ich nicht bekomme. Weil ich kein Glückspilz habe und so. Blablabla. Wir sind Anfänger Cup gewonnen, ja geil, ne? Richtig gut. Hier habe ich einen Sternrang bekommen. Was? Ist den Silberpreis halten, was? Würde sagen, wenn ich muss überall Gold bekommen, um irgendwas zu bekommen. Weil wir doch ein bisschen zu nervig. So, 10%, oh Gott. Digital Cup, Bunter Cup, Nasch Cup, Final Cup. Aber er hat so viele Runden, ey. Also wenn ich schon dabei bin. Wenn ich schon dabei bin, dann nehme ich auch ein paar überpowerte Typen, ja. Level 37, ey. Du auch. So, nehmen wir dich. Tun wir mal so, als hätte ich Ahnung von diesem Minispiel. Vigra, oh cool. Noch mal. Danke. Los, Eisgar. Boah, geil. Nochmal Eisgar. Feuerschuriken, was? Der ist schon kaputt. So, er bringt eine Analyse. Ach, da ist dieser eine blöde Angriff, ey. Geil, das sind alles Fernangriffe. Ich muss laden. Keine Lust. Hier, ich wechsle einfach und dann sagt sie jetzt, ah. Und die Runde, die Radilein. Geh weg mit deinem Würfel, ey. Ich esse dich, ich esse dich. Jetzt mache ich den hier. Und dann den hier. Puff. Und dann ist ja Bam, Bam, Bam. I'll eat you. Und damit haben wir schon gewonnen. Schön. Also wenn jede Runde irgendwie so einzeln gewährt wird, dann kann ich vielleicht irgendwie so Sternringe und so bekommen und Goldbelohnung und was weiß ich. Ja, ich habe so Gefühl, ich muss alles auf einmal immer machen, ne? Sternrang. Ja, ich muss halt alles irgendwie an einen Rutsch machen, ne? Also bald ist die Mistra-Folge, was? Also weil ich glaube ich einmal den höchsten Rang irgendwo bekommen habe, bleibt das doch, ne?
Jetzt nicht, wenn ich das irgendwie noch mal mache. Ich glaube nicht, dass wenn ich das noch mal mache, dass das dann irgendwie oh, geil. Er wird voll über Power, nachdem ich Analyse einsetze. Oh nein. Das die Glocken. Oh. Er hat wenig Karten, merke ich. Lass mal bei dich ein Kopfball. Was? Ey, wie viel Schaden das macht. Den sein Angriff übrigens nicht so. Ja, den sein Angriff übrigens nicht so. Aber ich esse dich. Nein. Ich esse dich. Ja, jetzt erfülle ich dich mit meinem Schwanz. Jetzt esse ich dich wieder. Nein. Und jetzt brülle ich. Dino bist. Und du bist tot. Was hat der denn gemacht? Hallo? Hallo? Uff. Den Kopf das gegeben, glaube ich. Ich glaube, ich nehme so lange auf, bis ich irgendwie nicht mehr weiterkomme hier. Gerade nach dem Plan, ja, ne? Guck mal, wie weiterkommen. Vielleicht schaffen wir ja alles. Ja, aber dieser Otter, der gefällt mir nicht. Ey. Der hat blöde Angriffe. Hey, schon wieder Sternhagen. Was im Bronzepreis halten, was? Yeah. Das ist doch geil. Zeit für ein Duell. Hier ist die Kirschen. Oh nein. Ah, oder war dieser überpowerte ungefähr? Der Eisgar. Alter. Geh weg. Wenn wir die Kirschen andrehen, ey. Boah. Okay. Alles wie geplant. Schreibe ich mal. Ne. Nichts dagegen. So, ich analysiere richtig und werde wieder voll überpowert. Ah, deine Dinger sind so schnell, alle. Boah, jetzt esse ich dich. Ich habe noch kein einziges Mal abgewehrt in dem Spiel. Dim, 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 dim. Willst du eigentlich? Jetzt esse ich dich. Boah, den kann ich damit betäuben und dann direkt fressen. Ausgezeichnet. Wie ausgewechselt. Komm, gefällt wieder raus. Ich esse dich. Ich bin der König des Dschungels hier. Jetzt esse ich dich wieder. Nein. Wo ist die Glocken? So. Balonga, geil. Boah. Nein. Los, 10, komm. Noch Mann. Nee, mit dem kannst du irgendwie nichts anfangen. Dauert ja ewig, bis der mit seinem Angriff hier fertig ist, ey. Der König des Dschungels, ah. Was ist das? Ja, der ist schon überpowert, habe ich so gefühlt. Ist die Kirschen da. Wir sind immer noch am Leben. Uff. Einfach zertrampelt. Blablabla. Boah. Ein bisschen random, dieses Spiel, habe ich so gefühlt. Aber halt macht Bock. Da. Sternrang. Boah. Okay. War die letzte Runde, oder?
Ich, der geht auf 19. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wizard. Wurf. Wizard. Wizard. Was? Ich hab den Arm nehmen, ey. Wizard. Wizard. Oh nein. Achillessturz. Sprengkugel, komm. Boof. Hey, willst du mich auf den Arm nehmen? Lass mich. Ist der verwirrt oder was? Werft den verdammten Mann. Was ist das? Oh mein Gott. Sehr gut. Oh Gott. Kopfball, frisst das. Sechs explosive Bälle. Weiß ich überhaupt nicht gestört oder so. Da kommt ja so gar nichts. Wir haben ein Geschenk für dich. Buff. Es ist eine Explosion. Mein Gott. Dieser Spielmodus. Ich habe schon wieder gewonnen. Du hast den bunten Cup gewonnen. Geil. Arang. Flinker Flitzermenü. Tin Pin Cup. War ich schon vorher da? Oder? Oder schalte ich hier nach und nach frei? Meine Güte, dauert doch ewig hier, bis ich fertig bin. Hier sind nur zwei, das ist gut, das finde ich sehr gut. So, machen wir den noch, den schafft man noch, oder? Ein Viertel. So, du bist kacke, deswegen nehmen wir dich raus. Mampf, was? Wen haben wir hier? Wer ist denn noch stark? Du bist nicht stark. Du bist 36, aber du bist ein F-Rang-Vieh. Teleport, Robert. Blitzgar, nehmen wir das. Wassergar, was ist das? Dann komm her. Nein. Wie? Na, oh, wir hatten der schon wieder. Funker, ja, das bringt doch bestimmt, ne? Ja, wer hat das tatsächlich was gemacht? Muss mich heilen. So, ich analysiere dich jetzt wieder. Jetzt werde ich wieder voll broken. Pass auf. Nicht nur, dass ich voll außer Reichweite bin, ne? Ich tue ihn auch wieder mit Bomber. Mit angefangen bombardieren, die sich in sich, die es in sich haben. Dann noch weiter, okay. Warum sollte ich noch wechseln, wenn ich ihn habe? Mache ich hier noch den Tyrannosaurus? Den Tyrannosaurus King. Versucht das mal abzuwehren. Komm, Duell. Ah. So das Gefühl, kein Duell. So. Warte, du bist nicht betäubt. Ist ja man immer betäubt. Was soll das? Alter. Da wird ja schwer. Alter, der geht ja mal höher. Kann ich auswechseln, habe ich so das Gefühl. Ja, kann auch irgendwie nichts machen jetzt. Also wieder verreckt gleich. Sag, was du drauf hast, Xion. Alter, auf die Sachen zu verbinden. Ey. Oh Mann. Was ist das?
Oh mein Gott. Mach's auch was. Alter, geh mir ja voll auf die Fresse, was soll das? Was? Ich hatte noch mehr. Was hat? Wie grad? Alter! Ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu machen, ey. Was ist das? Feuer. Auf. Nein, er ist weg. Erstmal ist mir einer verreckt, ey. Das kann nicht wahr sein. Die Xion hat auch irgendwie Kack angefangen, habe ich so das Gefühl. Boah. Der macht mich doch jetzt wieder fertig, ey. Da, wo? Oh mein Gott, ehrlich? So, Kirsche. Er sagt, die können dadurch nicht kaputt gehen, ne? Alter, guck mal, wie viel der hier... Ey, der macht mich ja noch fertig. Weckt mich doch an. Ich glaube, weiter kommen wir ja nicht mehr in dem Spiel. Alter, wie die uns hier kaputt gehauen haben, beinahe. Ja, sieht so aus, als müssen wir weitermachen. Das ist doch nie. Ich mich auch. Ich gehe mal zurück. Kann ich jetzt jederzeit da rein? Anscheinend ja. Okay, muss ich halt nur einmal schaffen. Ist gut, dann komme ich hier irgendwann zurück, wenn ich, weiß ich nicht, was am Ende des Spiels bin. Ich weiß ja nicht, wie weit ich spielen kann, bis ich vieles Optionales hier irgendwie endlich freischaltet. So, ich möchte erstmal das Rezept haben. Zauberhasen. Hm, Wegwumms, was ist das denn? Wenn ich schon sein vollständig wäre und setze das Sturztempel zurück. Einmalige Anwendung. Warte mal, sinistra Rolle war da, ne? Verdammt, die kann ich mir nicht leisten. Was nur jeden Treffer erscheint, also wohl sind alle gleich, hältst du Preise. Okay, was auch immer. Dann würde ich sagen, ich beende die Partie und in der nächsten Folge betreten wir dann die letzte Welt von diesem Spiel. Und ja, bis dahin würde ich dann sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.